Hi und herzlich willkommen zum ersten Video des Jahres 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Wir starten heute mit einem kleinen Katerfrühstück und zwar hiermit. Das sind wundervolle Pastrami-Räuben-Sandwiches, ganz schnell zu machen. Und wie, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Das, was bei diesem Gericht am längsten dauert, ist das Vorheizen des Grills. Und deswegen starte ich jetzt damit. Ich habe hier noch genug Kohlen in meinem Big Green Egg drin. Habe hier meinen Luftleiter. Der wird jetzt gestartet und wir entzünden die Kohlen. Alles klar, Kohlen sind an. Schiebe ich noch so ein klein bisschen zusammen. Dann kommt die Deflektorplatte rein. Wir grillen nämlich die Sandwiches indirekt. Und dann schließe ich jetzt den Grill und regle ihn auf 220 Grad ein. Das neue Jahr starten wir mit leckeren Pastrami-Räuben-Sandwiches. Und dafür brauchen wir natürlich als allererstes Pastrami. Pastrami ist eine gepökelte, gegarte Rinderbrust. Könnt ihr fix und fertig bestellen. Also zum Beispiel bei Jobi verlinke ich euch sehr, sehr gerne. Oder aber, und das habe ich auch schon mehrfach gemacht, Pastrami selber machen. Wie das geht, die Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist ein bisschen Arbeit und dauert sehr, sehr lange. Von daher ist die gekaufte Variante durchaus zu empfehlen. Des Weiteren benötigen wir Weizentoasti. Ich weiß, für ein Räuben-Sandwich wäre es eigentlich eher ein Roggentoasti. Ich bin aber tatsächlich Fraktion Weizentoasti, von daher nehmen wir die. Wir brauchen Cheddar-Käse, wir brauchen Sauerkraut, das ausgedrückt ist, also nach Möglichkeit ohne Flüssigkeit. Und dann basteln wir uns die Räubensoße gerade eben selber. Dafür brauchen wir etwas Zwiebel, Ketchup, Senf, Meerrettich, Mayonnaise, Worcestershire-Soße, Tabasco und ein klein wenig Zitronensaft. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Das Big Green Egg ist bei inzwischen 200 Grad und ich würde sagen, wir legen los. Und zwar beginne ich damit, dass ich erstmal ein kleines Stückchen Zwiebel nehme. Eine kleine Schalotte tut es da übrigens auch, aber ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel, die schneide ich gerade in kleine Stücke. Wunderbar. Dann habe ich hier 150 Gramm Mayonnaise. Da kommt jetzt dieses Drittelstück Zwiebel mit dran. Und dann habe ich hier 50 Gramm Ketchup, 35 Gramm Senf und einen Teelöffel Meerrettich. Das wandert auch alles damit dran. Des Weiteren brauchen wir einen großzügigen Esslöffel Worcestershire-Soße. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Kick. Es folgen 8 Spritzer Tabasco. Und zu guter Letzt noch ein klein wenig Säure. Da nehme ich einfach hier von der Zitrone hinten das kleine Eckchen weg, das reicht vollkommen. Es brauchen nur ein paar Spritzer zu sein. Das Ganze geht in meine Zitruspresse rein und dann ist das mehr als genug. Wunderbar, damit habe ich die Zutaten für die Soße fertig. Das wird jetzt miteinander verrührt. Wunderbar, damit ist die Räubensoße auch schon fertig. Und wir beginnen damit, dass wir die Pastrami vereinzeln. Denn wenn ihr die fertig kauft, dann müsst ihr schauen, dass er da die Scheiben anständig rausgelöst bekommt, obwohl bei das hier tatsächlich gut funktioniert. Schaut mal her. Wunderbar. So, wunderbar. Dann bauen wir die Räuben-Sandwiches eben schnell zusammen, denn die wandern jetzt gleich nur kurz zum Überbacken sozusagen auf den Grill. Bedeutet also, ich baue mir jetzt hier so eine Toasti-Straße. Auf Ober- und Unterseite kommt jeweils etwas von der Räubensoße. Nicht zu viel. Dann nehme ich mir Sauerkraut, zupfe da einmal so ein bisschen was runter und verteile es auf der zu werdenden Unterseite. Beim Toast ist das ja letztlich egal, was ist oben, was ist unten. Ne? Also einfach so ein bisschen Sauerkraut, nicht zu viel. Soll ja letztlich auch ein Fingerfood bleiben. Wunderbar, dann folgen jetzt je Sandwich 2 Scheiben Pastrami. Und die ist wirklich hauchdünn geschnitten. Das ist perfekt. Ich mache das übrigens so, dass ich die Fettseite nach außen lege. Dass also, wenn das Ganze gleich auf den Grill kommt, dass wir also nach Möglichkeit noch die Chance haben, dass das Fett sich so ein klein wenig auslässt und ein bisschen kross wird. Das wäre schon ziemlich gut. So, zu guter Letzt folgt natürlich Cheddar-Käse. Da kommt eine schöne Scheibe oben drüber.
und letztlich die Entschuldigung dafür, dass das Ganze jetzt eben auf den Grill muss. Wunderbar, dann Deckel drauf. Und damit ist die erste Runde Räumsandwiches fertig und die kann jetzt auf den Grill. So, mein Keramikgrill ist knapp über 200 Grad. Ich habe den Deflektorstein drin, damit wir einen indirekten Bereich haben. Und da setze ich jetzt die Räumsandwiches auf. Und die brauchen nicht wirklich lange. Das ist das Tolle an der Geschichte. Das heißt also, in der Zeit, wo die jetzt garen, kann ich gerade die nächsten vorbereiten. Und dann geht das hier reihum. So, alles klar. Deckel zu, auf geht's. So, dann machen wir mal den Deckel auf. Oh ja, die sehen fantastisch aus. Der Käse ist wunderschön verlaufen. Die dürfen jetzt vom Grill runter. Brot ist kross. So wie das sein soll. Sehen die nicht fantastisch aus? Perfekt. Man darf natürlich direkt die nächste Runde Platz nehmen. Deckel zu und los geht's. So, hier sind sie also, meine Pastrami-Räuben-Sandwiches. Fantastisch sehen die aus. Ich schnapp mir mal direkt eins und wir beißen mal rein. Das Salzige von der Pastrami zusammen mit dem Sauerkraut und dieser Räubensoße, zusammen mit dem Schmelz von dem Cheddar-Käse, das ist ein Traum. Ihr habt außen das krosse Brot, innen die saftige Füllung. Das ist eine richtig geile Geschichte, die sich ruckzuck vorbereiten lässt. Ihr habt es ja gesehen, da muss das einfach nur keine 5 Minuten auf den Grill, dass der Käse schmilzt. Und dann ist es bereit zum Servieren. Ein hervorragendes Fingerfood für eure nächste Grillparty, das ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Den Link zum Fleisch setzt ihr euch unten in die Videobeschreibung. Ansonsten, wer Pastrami selber machen möchte, auch den Link findet ihr unten drunter. Ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich absolut. Das ist richtig lecker, solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unter dem Video auf kostenfreier Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, schaut da gerne vorbei. Gibt es immer kleine Stories vom Dreh, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Es wird viele leckere Videos geben. Freut euch drauf. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.